Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hawks 1. Im letzten Part haben wir ein paar Radar kaputt gemacht, haben ein bisschen Escort gespielt auch und vor allem wir haben gemerkt, wir wurden in eine Falle gelockt. Artemis hat uns, ja, da sie jetzt für unsere Gegner sind, unsere Falle gelockt und von der USA abgeschirmt und werden jetzt sehr wahrscheinlich eben die USA angreifen. Mit dabei ist der Animal. Servus. Und ich denke mal, wir werden jetzt mal versuchen, irgendwie die USA zu verteidigen. Das Ganze über Washington DC. Ja, Operation. Das heißt, wir machen Washington ein bisschen kaputt, ne? Ich meine, die Gebäude kann man ja mal ein bisschen kaputt machen. Werden wir sehen. Operation Red Eagle in Washington DC, USA. Neue Geheimdienstinformationen lassen darauf schließen, dass Artemis einen massiven Präventivschlag gegen die USA plant. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, die Artemis Saftsäcke greifen die USA in dem Sinne halt eben Washington DC. Okay, dann gehen wir mal auf Auswählen. Okay, 35% Jagdflieger, 53% Bodentruppen und 12% Bomber. Naja, wir nehmen das heißt ein bisschen bodenlastig. Ziemlich bodenlastig, aber ich glaube, wir nehmen einfach die Maschine, wo der Haken ist. Die direkt schon gesagt ist, die empfohlene. Gut. Und weiter geht's. Wie? Diesmal kein Video? Komisch. Anscheinend nicht. Also es wird empfohlen, die F-16. Auf schwer. F-16 Fighting Falcon. Okay, ja. Von mir aus. Wenn sie es wollen. Radar gelenkt, Täuschkörper und Joint Strike. Okay. Diesmal kein Video. Von mir aus. Ja. Wollen sie wohl nicht. So. Herzlich willkommen in Washington DC. Ich kümmere mich um die Linken. An alle US-Kräfte auf dieser Frequenz hier ist Major Wallace vom Generalstab. Melden Sie sofort Ihren Status. Ich wiederhole. Major Wallace, hier ist Schwarm Hawks von der USS James Lawrence. Wir haben Position über dem Kapitän. Dramatische Musik. Wie ist die Lage? Northcom ist offline und wir kommen zu keiner der Air Force Basen in der Nähe durch. Was können Sie berichten? Sir, Artemis-Flieger greifen überall in der Stadt strategische Ziele an. Außerdem orte ich eine große Einheit, die sich aus Richtung der Chesapeake nähert. Wie lauten die Befehle, Sir? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, Hawks. Es herrscht Chaos. Greifen Sie bis auf weitere feindliche Einheiten nach eigenem Ermessen an. Ich glaube, ich gehe mal in den Off-Modus, glaube ich, hier ein bisschen. Sir, Führer, Sie haben einen Banditen am Heck. Besser. Fox bereit. Ich glaube, mit. Ah, verdammt. Sehe Artemis Jäger direkt voraus. Greife an. Bitte den Kerl. Komm her. Geben wir ihn Saurus. Okay, ich bekomme ihn nicht so rein. Hätte nie gedacht, dass ich die USA mal gegen eine Invasion verteidigen muss. Ich verstehe dich. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man seine Heimat verteidigt. Ey, den wollte ich abschießen. Und zwar per Dogfight. Haltet sie weiter zurück. Wir versuchen eine neue Verteidigung im Zentrum aufzubauen. Wir verschaffen ihnen so viel Zeit wie möglich, Sir, aber warten sie nicht zu lange. Hier hat das Ex. Wir erringen die Oberhand. Das. Willst du mich hier verarschen? Was hast du? Haben die sich jetzt gerade gegenseitig abgeschossen oder was? Rakete von mir. Ihr Tiger 2-1, ich bin in der Nähe. Super Leute hier. Ich bin im Arsch. Ich benutze mal gerade ein bisschen das IAS-System, die ganzen Bilder abzukriegen. Das ist schlimmer als Rio, Mann. Die halbe Stadt brennt. Ja, aber in Rio haben wir gewonnen. Das können wir hier auch, oder? Das hoffe ich, Mann. Das hoffe ich. Viel Glück. Feuer frei. Waffe hat Ziel verfehlt. Oh, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Joint Strike Raketen ein bisschen wenig sind hier. Das könnte sein. Können auf jeden Fall eng werden.
Ah, das heißt, einer muss immer gut am Leben bleiben. Ihr macht das gut, Hawks. Haltet sie uns noch eine Weile vom Hals. Verstanden, Sir. Wir machen so schnell es geht. Sorgt für Unterstützung im Ziel. Der Feind erleidet schwere Verluste. Sturzflug, Terlen. Nachbrenner ein und weg da. Verdammter Mist. Er hat mich erwischt, aber ich glaube, ich bin okay. Immer diese bösen Raketen, ey. Ja, aber gerade viele Jets unterwegs. Ja, ach. Wir organisieren unsere Truppen und erarbeiten einen Schlachtplan, Hawks. Kämpft weiter. Verstanden, Sir. Ich erkenne keine neu eintreffenden Gegner mehr. Der Artemis-Angriff fällt in sich zusammen. Na. Ein Bandit hat mich erfasst. Ich weiche aus. Von wegen, der Angriff fällt in sich zusammen. Mein Ziel verfehlt. Kommt schon, wir haben sie schon mal gestoppt. Weniger reden und mehr kämpfen, Casper. Mann, die Fahrzeug vor. Sieht nicht gut aus, Teller. Wir könnten DC verlieren. Und wenn Washington untergeht, was dann? Macht dir darüber Sorgen, wenn es soweit ist. Bis dahin schalten wir so viele von denen aus wie möglich. Wieso fliegt mein Gegner ins Wiesengebiet? Also außerhalb der Zone. Ist er hat nicht gleich. Nett. Ist total in der Defensive. Überall bei Ding. Pass auf seinen Flügelmann auf, Casper. Er dreht zu dir ab. Ja, das ist irgendwie ein bisschen dumm, weil das System das Haus nicht gerade außerhalb der Zone. Die Artemis-Truppen ziehen sich zurück. Bald haben wir sie. Ja, das Ziel ist Lufthoheit sichern. Das könnte ein bisschen dauern hier. Ja. Also müssen alle erledigen. Es zumindest versuchen, ja. Ich habe keine Flares mehr und kann nichts mehr tun. Brauche! Keine Hilfe, du bist sterbenfällig. Du kriegst keine Hilfe, wir haben selber zu tun hier. Ja. Wenn nicht, kriege ich mal Abschüsse, ey. Das ist echt blöd hier gerade. Hier ist Major Wallace. Wir haben eine Schutzzone um das Stadtzentrum errichtet. Es ist lebenswichtig, dass Artemis diese Linie nicht durchbricht. Wenn sich der Feind zu lange hinter unseren Linien aufhält, ist unsere Verteidigung gefährdet. Ach, verdammt, der ist ausgewichen. Aber bis sie ankommt, stehen nur wir zwischen Artemis und unserer Hauptstadt. Unterstützen Sie die Bodentruppen, indem Sie Feinde angreifen, die auf Alter, jetzt versucht ihr nun die... Na komm! Warnhawks bestätigt, Sir. Wir halten die Na komm, yes! Ja, ich glaube, der Präsident ist in Sicherheit. Schwarm Hawks, ich ordne eine große Zahl von Transportern mit Jägereskorte, die sich dem Stadtzentrum nähern. Sie laden Panzer und Infanterie nahe unserer Verteidigungslinien ab. Wir sehen sie! Oh, das heißt, jetzt kommt auch die Infanterie rein. Ja. Flieger und Jäger sind auf dem Weg von Edwards. Bis dahin müssen sie uns alle Hilfe geben, die sie können. Bis unsere Verstärkung eintrifft, müssen sie einen Durchbruch des Feindes verhindern. Wir trocknen. Verstärkung in Position in 7 Minuten. Ich kümmere mich mal um die ganzen Frachter da. Also okay, gut, dann mache ich Bodendinger da mal. Komm hin, aber. Wo hinten? Ah, Panzer. Ziel aufgeschaltet. Feindliche Transporter setzen Panzer vor der Stadt ab. Verstanden, Torpen, wir sind dran. Alter Verwalter. Ja, ja. Rakete im Anflug. Artemis-Truppen kommen näher. Schnell, Hawks. Ohne sie haben wir keine Chance. Mann, nerv nicht. Ich kümmere mich doch schon um die Frachter des Dings abwerfen. Halt die Schnauze da hinten, ey.
Du bleib am Leben. Der Star kommt in 5 Minuten in Position. Ziel in Schussweite. So, bin ich da. Ziel beleuchtet. Feuerfreigabe. So, Frachter sind damit schon mal down. Okay. Fanshaw, wir haben die Rakete erfolgreich abgehängt. Sauber. Gegner in Raketenreichweite. Super. Für die Panzer brauchen wir nur eine Rakete. Das freut mich. Ich habe nämlich nur noch 128. Einmal drehen und... Verstärkung noch 4 Minuten entfernt. Verstärkung kommt gleich. Feindpanzer nähern sich der Schutzzone. Rakete vermittelt. Irgendwie ist bei mir gerade ein Bug. Ich habe auf der Tech-Map habe ich keinen Ass, hinter mir, aber irgendwie, auf der Karte, wo ich fliege. Also ich sehe auf dem Radar keinen Ast, aber hinter mir ist einer. Sie wurden erfasst, Schwarmführer. Empfehle ein Ausweichmanöver. Sehe ich aber auch, dass ich glaube, dass sie so weit oben sind. Also bei mir ist da auch was. Alter, wie fliegen die denn? Uiuiuiui, das war knapp. So, jetzt sind da noch ein paar Panzer. Auch gleich erledigt. Ja, kümmere dich um die Panzer, ich kümmere mich mal wieder um die Frachter. Fuck, alle drei jetzt mal weg. Oh, guck mal, was haben wir denn da oben? Ein paar fliegende Panzer, ne? Ja. Ziel in Schussweite. Bandit abgeschossen. So, Panzerchen. Abbruch nach 2 Minuten. Fast geschafft. Katz! Panzer! Ich begrüße Sie! Viel Glück! Feuer frei! Nächsten weg, Rakete ausweichen! Die Rakete ist explodiert! Die Luft ist rein, Schwarmführer! Boah, du scheiß Assflieger, ey. Ziel wurde erfasst. Ich würde gerne mal eine Höhe gewinnen. Ein bisschen von oben. Einmal nicht weniger. Lassen mich gerade so. Ich bin auch nur 3 Kilometer hoch. Das ist. Wie fliegen diese Assis bitte? Das sind nicht mehr normal. Oh! Gut, dass die Bäume hier nur texturiert sind, nicht als Modell da sind. Sonst wäre ich nicht wieder kaputt. Aber sie sehen, wenn man nah ranfliegt, sehen sie ein bisschen billig aus, muss ich sagen. Ja, das ist aber genau genauso aus wie ein Battlefield, wenn du da, ich sag mal, außerhalb fliegst. Das ist ja auch. Kein Model, sondern nur so 2D-Texturen, die sich dann mitdrehen. Komm, 15 Sekunden noch. Sie wurden erfasst,
erfasst, Schwarmführer. Empfehle ein Ausweichmanöver. Ziel erfasst. Wir haben Artemis-Truppen an der Schutzzone. Ausschwarm, ihr Kugelführer. Oh, Gott sei Dank. Oh, da waren ein paar Jets drin. Ein paar ist gut. Na, zwei ist ein paar. Schwarmkruger bereithalten für Zielkoordinaten. Ich leite Sie zu den Artemis-Nachschubtruppen am Rand der Stadt. Verstanden, Topper. Kruger, schnappt sie euch. Wenn ich mich nicht täusche, ist Kruger sogar auch ein reales, Geschwader in den USA, ein sehr gutes sogar. Da können sich mal die Leute, die Ahnung haben, in den Kommentaren mal ein bisschen auslassen drüber. Weil der Name kommt mir so bekannt vor. So. Da ist nichts mehr. Stört von Sam. Schwarm Hawks hier, Major Wallace. Wir haben den Vormarsch von Artemis aufgehalten. Die Feindtruppen ziehen sich in den Süden zurück. Lösen Sie sich von Ihren aktuellen Zielen und erwarten Sie wichtige Befehle vom nationalen Oberkommando. Sagte er Oberkommando? Also ja. Der Präsident? Oder wer jetzt die Macht hat, falls er tot ist? Habt ihr euch das Weiße Haus angeschaut? Es wurde übel getroffen. Schwarm Hawks bestätigt, ach. Sir. Darf ich fragen, worum kurz es gut angemalt. Nein, dürfen Sie nicht. Wo ist denn das Weiße Haus hier? Wo sind wir da nur reingeraten? Da ist das Pentagon. Keine Ahnung, wo das Weiße Haus ist. Wie, das war's schon? Ich dachte, es ging jetzt noch weiter, so nach dem Motto hier, wir kümmern uns noch ein bisschen um den Präsidenten. Das wird wahrscheinlich nächste Mission sein. Level 12. Hey. Knapp 16.000 XP. Naja. Also war schon ordentlich. Mhm. Ja, ich bin ja schon eher, ich war ja schon vor dir Level 12. Ja. Ja, jetzt geht's an. Jetzt kann man gleich die Sache mit, wie heißt's, mit der Air Force One, genau. Die Leute, die jetzt meine Aufnahme sehen's, weil man sieht die Air Force One zumindest mal eine komische Replika, weil so sieht die Air Force One heutzutage nicht aus. Gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen da, gerne einen Kommentar. Wir würden uns gerne freuen, wir zwei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Signing off. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.